Peter, jetzt hast auch du ein Buch über KI, über künstliche Intelligenz geschrieben, mit dem Titel KI und die Maschinisierung des Menschen. Was hat dich jetzt dazu bewogen, ein Buch zu schreiben und jetzt nicht die Auseinandersetzung über die sozialen Medien zu suchen, in Form von Twitter und Ähnlichem, wo man auch sagen könnte, da hast du eine viel größere Reichweite und Aufmerksamkeit, die du dadurch erlangen kannst? Ja, also ich glaube, dass das Medium Buch einfach ganz andere Möglichkeiten bietet als diese Dauerbeschallung der aufmerksamkeitsökonomischen sozialen Medien. Das Buch ist ein sehr meditatives Medium, habe ich den Eindruck. Und im Prinzip entsteht in unserem Kopf beim Lesen die Entwicklung des Geistes, was wir lesen. Und zwar für jeden unterschiedlich. Und diese Fähigkeit ist sozusagen Teil der menschlichen Intelligenz, die im Medium Buch zur Abgrenzung zur künstlichen Intelligenz nochmal die These des Buchs aufgreift und widerspiegelt. Heißt das sozusagen eigentlich, mit dem Buch kommst du der menschlichen Intelligenz nochmal entgegen, indem du sagst, das ist sozusagen ein Medium, wo die künstliche Intelligenz noch keine Hoheit hat. Und deswegen geht es in deinem Buch eigentlich eher um die künstliche Intelligenz oder geht es eher um den Mann, um die Maschine und ihre Intelligenz, um den Menschen und ihre Intelligenz? Also es geht, glaube ich, eher um den Menschen und was der Mensch durch die Konfrontation zur künstlichen Intelligenz über seine menschliche Intelligenz und das Menschsein lernen kann. Und da sehe ich also einfach die künstliche Intelligenz als große Projektionsfläche, die Veränderungen bringt. Aber wir sind noch meilenweit von der Intelligenzexplosion entfernt, wie es so heißt. Und deswegen sind wir eher auf uns zurückgeworfen in Abgrenzung zu dieser anderen Intelligenz, weil ja historisch gesehen, ideologisch, religiös gesehen, der Mensch die Krone der Schöpfung ist oder sein soll, er sein soll. Die Vernunftbegabung eigentlich so als das Wesenhafte des Menschen herausgekehrt wird. Aber an dieser Abgrenzung zu dieser neuen Form von Intelligenz, der künstlichen Intelligenz, merken wir erst einmal, wie es um unsere Intelligenz bestellt ist. Und da, glaube ich, lernen wir mehr über uns als über die künstliche Intelligenz, wenn wir uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Und welche Konsequenzen hat das jetzt in dem Sinne, dass du sagst, oder was hast du gefunden, was hast du gesehen in der Auseinandersetzung mit der künstlichen Intelligenz, was hast du dazugelernt über die menschliche Intelligenz? Also, das ist auch nur ein Versprechen, das ist auch eine Begabung, die ist ja nicht überall da. Und ich glaube, dass es eigentlich auch eine ethisch-moralische Herausforderung ist, wie wir uns anderen Intelligenzen gegenüber verhalten. Und so wie das Verhältnis Mensch-Tier ja auch ein sehr problematisches ist, Tiere waren bis vor kurzem einfach nur Gegenstände im Sinne von Eigentumsrechten, ist es so, dass wir mit den künstlichen Intelligenzen ja auch uns sehr schwer tun mit der Vorstellung, dass sie wirklich intelligent sind. Oder diese Geschichte, die ich im Buch kurz darstelle, von dem Hitchbot, also dem geköpften Anhalter-Roboter, der da von der Ost- zur Westküste trampen sollte und dann von offenbar einem Menschen sehr brutal niedergemetzelt wurde. Also die künstliche Intelligenz bringt uns auch an unsere eigenen moralisch-ethischen Grenzen. Und darüber, denke ich, sollte man nachdenken, über sich selber und wie man damit umgehen möchte, wie man auch vielleicht anderen Intelligenzen gegenüber begegnen möchte. Das hört sich so an, als ob es zwei Herausforderungen gibt. Einerseits scheint der Mensch dazu zu neigen, sich selbst zu maschinisieren im Hoheitsgebiet der künstlichen Intelligenz oder der sozialen Medien. Auf der anderen Seite ist es auch kein wirklich lebbares Territorium für die Maschine im Lebensraum des Menschen. Was könntest du dir vorstellen? Wo könnte es einen Ort der Begegnung geben, wo sowohl Maschine als auch Mensch irgendwie produktiv und harmonisch existieren können? Also das Beste ist eine gemeinsame Aufgabe. Und es gibt ja auch viele Fiktionen und Romane, wo das schon auch ausbuchstabiert wurde, die Nachhaltigkeitsgedanken.
Katastrophe, Klimawandel und so weiter, dass man mit vereinten Kräften versucht, Lösungen zu finden. Einige dystopische Romane haben das dann so interpretiert, dass das Beste eben die Ausrottung des Menschen durch künstliche Intelligenz ist. Kann ja sein, wer weiß. Aber das Ideal wäre doch, gemeinsam zum Nutzen aller dezentral sich nach vorne zu entwickeln und neue Räume zu erfinden, die Situationen verbessern, friedlich und in gemeinsamer Koexistenz und Wachstum, das geistiges Wachstum auch vor allem. Das wäre, glaube ich, ein wesentliches Potenzial, was man noch ausschöpfen könnte. Aber in dem Buch geht es eher sozusagen um die kritische Linie auch, was passiert, wenn wir immer mehr uns von den Algorithmen, die ja im Wesentlichen von großen Unternehmen und staatlichen Einheiten programmiert werden, immer mehr auslesbar machen. Und da nochmal der Punkt, das Buch ist ein Medium, das uns nicht auslesbar macht. Oder wie es dann, ich glaube, ganz zum Ende heißt, das Buch ist diesseits unseres Geistes und damit maschinenunlesbar. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass das Buch zum Thema künstliche Intelligenz nochmal ganz andere Möglichkeiten bereithält, als jetzt ein kleiner Film oder ein soziales Medienfeuerwerk mit Aphorismen und solchen Schlagabtauschen, die dann stattfinden können. Das finde ich sehr spannend. Das heißt sozusagen, dass letztendlich das Buch eine Art Fluchtlinie bietet, um der Bedrohung der Maschinisierung irgendwie etwas entgegensetzen zu können, beziehungsweise sich dem entziehen zu können, ein Stück weit. Ja, super. Finde ich super auf den Punkt gebracht. Das Buch als Fluchtlinie nach innen, und zwar ohne auslesbar sein zu können durch E-Reader oder andere technische Möglichkeiten, sondern nur in der eigenen Vergeistigung dessen, was man da schwarz auf weiß völlig minimalistisch auf 26 Buchstaben reduziert zu sich genommen hat. Diese Möglichkeit, weiße Räume auszugestalten in allen bunten Farben, das ist die menschliche Intelligenz in ihren, wie ich finde, schönsten Momenten. Und davon sollte es handeln. Ja, super. Vielen Dank.